Herleitung der Poissonschen Gleichungen. Willkommen bei So geht Physik. Bei allgemeinen Zustandsänderungen von Gasen bleibt dieser Bruchterm mit den drei Zustandsgrößen Druck, Volumen und Temperatur konstant. Hält man eine der drei Zustandsgrößen konstant, so ergeben sich Gasgesetze für spezielle Zustandsänderungen. Diese Gasgesetze sind gekennzeichnet dadurch, dass sie nur noch die zwei veränderlichen Zustandsgrößen enthalten. Eine weitere spezielle Zustandsänderung ist die adiabatische Zustandsänderung. Da wird jedoch keine Zustandsgröße konstant gehalten. Eine adiabatische Zustandsänderung liegt vor, wenn kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet. Für diesen Fall gibt es drei Gesetze mit nur je zwei der Zustandsgrößen. Sie werden als Poissonsche Gleichungen bezeichnet. In diesen Gleichungen kommt der sogenannte Adiabatenexponent vor. Den erhält man als Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten Cp und Cv. Bei einer adiabatischen Zustandsänderung gilt die Zustandsgleichung und es gelten alle drei Poissonschen Gleichungen, welche über die Zustandsgleichung miteinander verknüpft sind. Hier wird gezeigt, wie die Zustandsgleichung und die drei Poissonschen Gleichungen untereinander verknüpft sind. Im Folgenden soll eine der drei Poissonschen Gleichungen aus dem ersten Hauptsatz der Wärmelehre hergeleitet werden. Die Herleitung stützt sich außerdem auf eine Aussage über die innere Energie von Gasen, auf die Mayer'sche Gleichung sowie die Zustandsgleichung der idealen Gase. Die innere Energie von Gasen hängt nur von der Temperatur ab. Dazu gibt es den klassischen Versuch von G. Lussac. Eine Änderung dU der inneren Energie ergibt sich aus einer Temperaturänderung dT, wie hier gezeigt. Die Mayer'sche Gleichung besagt, dass die Differenz der molaren spezifischen Wärmekapazitäten Cp und Cv gleich der universellen Gaskonstanten R ist. Dazu findet ihr auf meinem Kanal ein Video mit dem Titel Gase, die Mayer'sche Gleichung. Hier noch die Zustandsgleichung der idealen Gase. Wir beginnen mit dem ersten Hauptsatz der Wärmelehre. Weil es um einen adiabatischen Prozess geht, ist dQ gleich 0. Hier wird von der Aussage über die innere Energie von Gasen Gebrauch gemacht. Das steht für Volumenarbeit. Wird das Volumen kleiner, so steigt die Temperatur und umgekehrt. Von daher kommt dieses Minuszeichen. Hier wird von der Zustandsgleichung Gebrauch gemacht. Die Stoffmenge N kann man wegkürzen. Man erhält dann diese Gleichung. Dies ist eine separierbare Differentialgleichung erster Ordnung. An ihr werden noch zwei Substitutionen vorgenommen. Differentialgleichungen dieses Typs können mit zwei Integrationen aufgelöst werden. Dabei erscheint eine Integrationskonstante.
Hier wurde integriert. Die beiden Logarithmen lassen sich mit Hilfe von Logarithmengesetzen zu einem Logarithmus zusammenfassen. Durch Entlogarithmieren erhielt man diese Gleichung. Sie entspricht einer der drei Poissonschen Gleichungen. Mit Hilfe der Zustandsgleichung kann man aus ihr die beiden anderen Poissonschen Gleichungen herleiten.